Hallo Leute und herzlich willkommen zum 55. Part von Pokémon Super Mystery Dungeon. Im letzten Part, da haben wir die Dörrwiesen auf dem Sandkontinent gemacht, haben dort zwei Aufträge erledigt und anschließend haben wir eine Cutscene erlebt, wo Ampharos uns erzählt hat, dass es eine Chance geben könnte, wie wir Yan zurückholen können. Dazu gibt es Xatu, das Pokémon, das in die Zukunft und in die Vergangenheit schauen kann. Und ich glaube, wir wollten jetzt auf dem Weg zu Xatu machen. Ich speichere vorher noch den Spielstand. Ja, und dann wollen wir mal sehen, was jetzt passiert am nächsten Morgen. Lass uns auch heute wieder alles geben, Freunde. Jawohl! Neue Pokémon, die hochmotiviert sind. Interessiert mich gerade nicht. Ich könnte jetzt trainieren, aber nee, ehrlich gesagt keine Lust. Ampharos hat gesagt, dass es vielleicht einen Weg gäbe, Yan zurückzuholen. Vielleicht sollte ich Xatu aufsuchen. Xatu lebt auf den Seelendünen, auf dem Sandkontinent, in den Seelendünen. Labra sollte mich dorthin bringen können. Ja, das Sandkontinent. Dramu hieß der, glaube ich, oder so. Da wollen wir dann mal hin. Labras, hey! Bevor ich was mache, Moment mal. Ach Mann, wir brauchen noch 20 Punkte bis zum nächsten Rang. Ich dachte, durch die beiden Missionen im letzten Part hätten wir den Rangaufstieg geschafft. Mir fällt ein, dass noch hier was war. Und zwar Teambeleber und zweimal Protein. Ja, nehmen wir mal mit. Schade. Hätte mich jetzt wirklich sehr gefreut, wenn wir jetzt den nächsten Rang schon erreicht hätten. Und da ist was. Wechselzweig, ja. So, Kontinent wechseln. Ramal, nicht Ramu. So. Ramu war dieser komische Donnertyp in Super Smash Bros. Für Wii U und 3DS. Auf der Midgar Stage von Cloud. Falls es den Leuten was sagt. Keine Ahnung, wie ich jetzt darauf gekommen bin. Ramu, Ramal, klingt ähnlich. So. Aerodactyl. Was einen wohl tief im Dungeon erwartet? Magische Halle U12. Nehmen wir auch mal an. Oh, es sind so viele Aufträge in der Konnexosphäre. Leute, das ist so krass. Ich finde es gut, dass wir das jetzt wieder. Oh, ein Sumpex. Ein Sturm zieht auf, sage ich dir. Phenexis. Flammen gehorchten mir aufs Wort. Und zwar auf elegante, geheimnisvolle Weise. Naja, Phenexis, wirklich elegant bist du nicht mehr. Ich muss meine Freundin retten. Haspiro auf dem im Elfenwald E7. Okay. Nehmen wir auch mal an. Also Pokémon, denen wir so begegnen, deren Aufträge nehme ich einfach an. Ob mich wohl jemand besiegen kann? Wir sollen gegen Golgantis kämpfen. Magische Halle U8. Ich glaube, diese magische Halle scheint sehr krass zu sein. Wir kommen demnächst zu Xatu. Seelenlinie, ja. 10 Ebenen. Sehr schwer. Ich darf keinen mitnehmen. Naja, das freut mich jetzt nicht wirklich. Lunastein. Seelendünen E2. So, ich guck gerade Sipale rechts. Statusansteckung. Du lässt mich mal in Ruhe. Ich habe nämlich noch was zu tun. Mir meinen Heilringel anstecken. Verdammt.
Sandsturm. Wie sollen wir diesen Dungeon bitte sehr alleine schaffen? Ich habe nicht mal... ich habe nicht einmal... Die Sinelbeeren. Versuchen es mal. So. Hundemon, hallo? Geht's noch? Ich schicke jetzt die ganzen Gegner weg. Ja, super. Dann landest du direkt vor mir, oder was? So mache ich das jetzt mal. Willst du mich verkackeiern eigentlich? So, weg mit dir. Und weg mit dir. Kann ich jetzt gerade gar nicht gebrauchen. Ja, Leute, ich glaube, das wird gar kein Problem, dieser Dungeon. So ganz ohne Heil-Items. Hätte ich vielleicht mal vorher drauf achten sollen. Kacke. Aber gut, wir haben ein paar Belebersamen. Um nicht zu sagen vier. So, das Hundemon, das macht mir ein bisschen Angst. Und noch eins direkt. Jetzt brenne ich auch noch. Ich glaube, ich kann die Nadeln ganz gut gebrauchen. Ich habe jetzt nichts, was mich irgendwie heilen könnte. Ich glaube, ich lasse mich besiegen. Oder auch nicht. Weg mit dir. Oh Gott, was für eine feige Taktik das einfach ist. Wie viel Schaden die Verbrennung einfach macht. Heftig. Den Chaosorb nehme ich allerdings mit. Man weiß ja nie, ob hier nicht irgendwie ein Monsterraum oder so sein könnte. Na, es gefällt mir gerade nicht so. Gut, dass unser Sturzbach jetzt irgendwie permanent aktiv ist. Dass wir jetzt... Ja, das war jetzt klar. Drei Beleber-Items. Leute, das gefällt mir gerade nicht. Genau wegen sowas. Verdammt, ey. Das haben wir doch nie im Leben. Na gut, das muss ich jetzt ein bisschen konzentrierter angehen. Soweit es geht natürlich. Das geht gerade gar nicht. Verdammtes Vulcano. Hier ist es auch nicht, die Treppe. Da unten. Seelendünen E4.
Achso. Sagt man, wie viele Items auf dem Boden liegen? Ein Schüchterer. Ja, leck mich doch. Willst du mich verarschen? Tschüss. Seelendüne E5. 14 Items. Vortreten. Oh, das ist cool. Meine Attackenreichweite wird erhöht. Wir ersetzen mal dafür, die Spürnase. Ich glaube, die brauche ich nicht. Fluchtorb. Noch ein Effektivschlag. Fluchtorb. Habe ich denn noch im Zweifelsfall Fluchtorb so? Fluchtorb und Fliehorb, was ist denn der Unterschied? Achso, erhöht den Fluchtwert. Nee, brauche ich nicht. Habe ich jetzt vertauscht. Hundemon. Das ging gerade so noch gut. Ach, ich spring dann nach. So sieht das aus, okay. Ich spring nach vorne und dann springt er wieder zurück. Weg mit dir. Und dich, das Geld kannst du behalten. So. Seelendünen Ebene 6. Ich weiß nicht, ob die über Eck gehen. Kekleon-Markt. Xinelbeeren. Apfel. Verdammt. Ja, ist klar, Hundemann. Du bitte auch. Essen wir. Die Sinelbeere, essen wir auch. Warum bist du denn jetzt nicht mehr erstarrt? Bleib mal so hier. Elixier. Ich muss mein 3DS aufladen. Und wir wollen noch nicht flüchten. Ja,
Ist gut. Du bitte auch. Wo bist denn du, Kecleon? Da. Oh Mann, die sind aber nervig hier. Weg mit dir. Annullier-Orb. Fassungs-Orb. Verwende ich auch mal. So Leute, ganz kurz. Ich muss mein DS aufladen. Das, was ihr gerade gehört habt, wird wahrscheinlich mein Stuhl gewesen sein. So. Was ist das? Die Fallenimmunität. Ja, das benutzen wir mal. Denn jetzt eine Monsterfalle oder so kann ich jetzt gerade gar nicht gebrauchen. Mann, heftig, wie schwer das gerade ist. Hätte man dabei noch vorwarnen können. Hätte ich gerne woanders, mein Freund. Na, stopp, stopp, stopp. So. Seelendünen E8. Ich will das noch schaffen in diesem Part. Ehe ich es komplett vergeige. Ja. Netter Versuch. Das ist ein sehr nützlicher Signal auf jeden Fall. Wäre nur besser, wenn er öfter treffen würde. Dich warp ich auch mal weg. Und gib mir selber mal ein Elixier, weil ich glaube, ich kann die Aquaknarre jetzt gebrauchen. So, da ist noch eine Mondgewalt. Willst du mich verarschen? Verdammt, 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 verdammt. Ah, habe ich mir gedacht, dass das reicht. Den wende ich jetzt aber auch an, einfach nur damit meine KP sich um 10 erhöhen. Der PSI-Fringel. Was ist das jetzt? Die Attackensalve, ja, sehr schön. Carbon. Das verwenden wir. So. Auch noch ein Kekleon-Shop. Sehr, sehr nett. Klimaringe. Mit 4 Steckplätzen. Hm. Untersamen, den essen wir. Wein noch nicht. Noch nicht, noch nicht. Ich frage mich, wie viele. Oh, nett. Ja, das nehmen wir mal mit. Ach man, Lunastein. Du nervst auch. Muss Kecleon noch bezahlen.
So, danke Kecleon. Tschüss. Kommt es mir nur so vor, da sind die Kecleon-Märkte billiger geworden. Oh, ein Ramot. Gegen das will ich aber gar nicht kämpfen. Ich glaube, die Zwerge wirken gar nicht über Eck, oder? Da war doch was. Oder doch, gut. Punktlander. Nö. Wir verwenden das mal so. Seelendünen E9. Heftig, wie einfach wie schnell das Ding ist mit Steinpolitur. Kosmikkraft, ja, booste dich ruhig. Das Ding hat Attackensalve oder habe ich Attackensalve jetzt benutzt? Wie auch immer. Elixier trinken wir wieder mal. Walzer überhaupt nicht OP. Fassade. Wechselzweig und Erstarrzweig. Sehr schön. Achso, das funktioniert nicht hintereinander. Naja, wie auch immer. Ach, schade. So. Ein Mini-Belebersamen. Heben wir auf. Passt nicht mehr in den Beutel. Das heißt, wir tauschen es gegen einen normalen Samen. Ja, mit ein bisschen Geschick geht das. Zumindest noch. Also ich werde den Part nicht beenden, bevor wir bei Xatu sind. Ich will die Katze nämlich noch sehen. Seelendünen E10. Ich glaube, das müsste jetzt die letzte Ebene sein. Ist das ein Pupita? Ja. Noch ein Kecleon-Markt. Elixier. Lassen wir mal liegen. Den Reinsamen, den essen wir mal. Ach, fuck. Leute, scheiße. Ich hab's vergessen. Ich hätte dich ja bezahlt. Ich dachte, das zeigt mir nur die Treppe an. Ich habe einen Plan. Das könnte klappen. Wechselzweig. Oh, Glück. Oh Gott, zum Glück. So. Ich bin ganz schön weit vorgedrungen. Jetzt haben wir effektiv gesehen nochmal einen Kecleon-Markt ausgeraubt. Das wollte ich nicht mal, egal. Oh, da drüben ist jemand. Das wollte ich so nicht. Ein Xatu, okay. Hines, woher kennt er meinen Namen? Ich sehe die Vergangenheit und die Zukunft. Ich wusste, dass du kommen würdest. Und ich weiß auch, weshalb du hier bist. Diese Szenerie sieht aus wie aus Pokémon Mystery Dungeon 1, wo wir bei Xatu waren. Mein Name ist Xatu, und eins vorweg, ich helfe niemandem. Aber du hast die Welt gerettet, also werde ich dich unterstützen. Also, ist das der Schal, einer der beiden Schals, die aus dem Baum des Lebens gefertigt wurden?
Ja, zeig mal her. Xator hat sich mit der Wellenlänge des Freundschaftsschals synchronisiert. Ha. Hm. Ha. Ha. Ah. Also, ich habe Mew gesehen. Mew? Genau, Mew. Mew meint er etwa die frühere Verkörperung von Jan? Was noch? Du machst ein Gesicht, als wolltest du wissen, was ich sonst noch gesehen habe. Aber mehr kann ich dir leider nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich Mew gesehen habe. Da bin ich mir absolut sicher. Und zwar im Geheimnisdschungel auf dem Graskontinent. Mew ist auf dem Graskontinent? Im Geheimnisdschungel? Dort wirst du Mew finden. Die frühere Gestalt von Jan, sie befindet sich in dieser Welt. Im Geheimnisdschungel finde ich Mew. Vielleicht finde ich dort auch heraus, wie ich Jan zurückholen kann. Tschüss, Betrüger. Sieht echt aus wie Mystery Dungeon 1. Heute habe ich aber wirklich viele Besucher. Du brauchst dich nicht zu verstecken. Komm ruhig raus. Wer denn? Oh Gott, Leute, es geht doch ein bisschen weiter mit der Story. Freut mich, aber wir machen so langsam Fortschritte. Auf dem Graskontinent also. Dort finde ich angeblich Mew. Ob ich mich mal dort umsehen sollte? Im Geheimnisdschungel, auf dem Graskontinent. Wie oft noch? Auf dem Graskontinent. Leute, wir beenden das Spiel, nicht das Spiel, den Part wieder bei diesem Speicherscreen und machen dann im nächsten Part weiter, morgen bei Pokémon Super Mystery Dungeon. Bis dahin, ciao.